Der Dajjal hat bereits seine erste Stufe, ein Tag wie ein Jahr, vervollständigt. Als Britannien der herrschende Staat der Welt war. Der Pfund war die bewährte internationale Währung. Danach bewegte sich der Dajjal, der Antichrist, zu einem Tag, der wie ein Monat ist. Und die Vereinigten Staaten von Amerika lösten Britannien als vorherrschenden Staat ab. Und der US-Dollar wurde zur internationalen Währung. Und jetzt ist Amerika dabei, seine Macht abzugeben. Und Israel ist im Begriffe, Amerika als Weltmacht abzulösen. Und was wird das neue Geld sein? Jetzt, im September, den 11., findet die Attacke nun auf Amerika statt, um die Vereinigten Staaten von ihrer Weltmacht abzubringen. Aber im Prozess, die Vereinigten Staaten herunterzubringen, hat Amerika noch eine sehr wichtige Aufgabe, die sie für Israel erledigen muss. Da wären noch viele andere Sachen, aber es reicht vollkommen aus, wenn sie einfach nur diese beiden Dinge tun. Damit es Israel gelingen kann, Amerika als Weltmacht abzulösen, muss nicht nur die amerikanische Wirtschaft zusammenbrechen und der Dollar zerstört werden. Und wenn der US-Dollar zusammenbricht, zieht es die gesamte Welt des Papiergeld mit sich hinunter. Wenn du mir nicht glaubst, dann warte es einfach ab. Es ist so, als ob der Doktor schlussendlich bestätigt, dass der bohrende Schmerz in übertragenden Stimme kein physikaler Schmerz, sondern ein wirtschaftlicher Schmerz war, den der Patient fühlte. Heute bestätigte das Nationale Büro der wirtschaftlichen Untersuchungen offiziell in ihren Diagnosen, dass Amerika in einer Rezession ist. So wie der Druck für die Bewegung zu einem neuen monotonen System im Gange ist, was als eine Dienststelle für Verschwörungstheorien benutzt wurde, kann man nun in den Schulen finden, in Clubs, Unternehmen, militärischen Institutionen und sogar jeden Tag in Werbebotschaften. Forgot your receipt. Check outlines. Who needs them? This is the future of e-business. Have a nice day. In 1929 stand unsere Welt schon einmal vor einer Rezession. Sehr ähnlich wie diejenige, die wir heute haben. Drastische Maßnahmen wurden errichtet. Wird es diesmal anders sein? RFID, ein Radiofrequenzidentifikationschip, ein kleiner Transmitter, das in so ziemlich jedes Produkt eingebaut und über eine Reichweite gescannt werden kann. Der unerlässliche Strichcode des 21. Jahrhunderts. Einmal ausgelöst, können Sie einen weltweit einmaligen Code über eine Strecke von bis zu 10 Metern und mehr übertragen. Sie werden in Läden benutzt, wie zum Beispiel Walmart, als ein Weg, um Produkte über der ganzen Welt zu kennzeichnen. RFID erlaubt den Unternehmen zu wissen, wann ein Produkt im Lagerraum liegt, von wem es gekauft und nach Hause gebracht wurde. Im Prinzip können sie das Produkt weiterverfolgen, selbst nachdem es schon von einem Kunden gekauft wurde. Ein amerikanisches Unternehmen namens Verichip benutzt die gleiche RFID-Technologie und implantiert diese Chips in den menschlichen Körper. Eine Technologie, die zu uns gebracht wurde, um unsere Aktivitäten zu verfolgen. Dies kann jetzt benutzt werden, um Menschen zu verfolgen und sie zu identifizieren. Und deswegen will ich mich selbst mit einbringen. Nun erzähl mir mal etwas über diesen Mikrochip, John, und injiziere es danach in meinem Arm. Ja, es ist im Grunde genommen ein einmaliger, frei empfangbarer und zugelassener Mikrochip, den man in den menschlichen Körper implantieren kann.
Es benutzt die RFID-Identifizierungstechnologie. Aber die wirkliche Absicht dieses Chips ist es, dass der Chip im Notfall schnell Zugang zu deiner persönlichen und medizinischen Informationen auf einer Sicherheitswebseite zulässt. Im Falle eines Notfalls, wenn sie zum Beispiel bewusstlos sind, im Koma oder wie auch immer nicht ansprechbar sind und sich gerade in der Notaufnahme befinden, kann man ganz einfach ihren Körper scannen und einen 16-Bit langen Code erhalten, welches die einzige Information ist, die sich auf dem Mikrochip befindet. Und dadurch hat man einen schnellen Zugriff auf ihre medizinischen Unterlagen. Was ist das rote Stück auf dem Chip? Das rote ist im Grunde die Antenne. Und wenn du hier etwas weiter am hinteren Teil des Chips schaust, siehst du einen sehr kleinen Mikrochip und diese speichert im Grunde genommen die 16-Bit lange Identifikationsnummer. Wenn du dich jemals dazu entscheiden solltest, es wieder entfernen zu lassen, kann man es wieder entfernen. Es ist ein simpler Vorgang, um den Chip wieder zu entfernen. Es ist also sowas ähnliches wie mein Strichcode. Ja, genau. Also wenn du bereit bist, dann bin ich es auch. Ja, ich bin bereit. Tut es weh? Es sollte eigentlich nicht besonders wehtun. Okay, entspann dich einfach. Wir sind fertig. Ich will nur nochmal auf Nummer sicher gehen und die Funktion des Chips überprüfen, bevor ich dich entlasse. Und Sie haben das Piepen gehört. Es ist die gleiche Nummer. Und es ist die gleiche Nummer, die wir auch hier haben. Das bin ich jetzt? Ja, das sind Sie jetzt. VeriChip hat große Bestrebungen in Gang gesetzt für ihr Produkt, was ursprünglich für Haustiere entwickelt wurde. Der Geschäftsführer von VeriChip warb kürzlich die Idee an, dass alle Arbeiter einen Chip bekommen sollen und es wurde ebenfalls darüber nachgedacht, das gesamte US-Militär solche Chips zu verpassen. VeriChips wurde bereits in die Körper einiger Patienten implantiert, mit beschädigten Gehirnzuständen, so wie zum Beispiel Gelähmte etc. Nun können sie in einem medizinischen Notfall leicht und schnell identifiziert werden. Aber VeriChip ist eine alte Technologie. Die neue Generation von RFID-Chips wird viele andere Dinge tun, als nur einen 16-Bit-Code zu übertragen. Viele Staaten in Amerika wollen sie in Führerscheinen einsetzen. Sie werden in der Lage sein, all deine persönlichen Details übertragen zu können, wenn die Chips in Berührung mit einem RFID-Lesegerät kommen, die in Zukunft an jeder Straßenecke eingesetzt werden. Dieses Schema bezweckt, dass es schwieriger wird, lizenzierte Sachen zu fälschen. Und dieses Schema ist sehr viel bequemer für die Polizei. Solch eine Technologie wird nicht mit Zwangsmaßnahmen an der Menschheit eingesetzt. Die Menschen werden es freiwillig implantieren lassen, so wie wir es mit den Impfstoffen getan haben, GPS, Facebook etc. Das neue Geld wird unsichtbares Geld sein. Du kannst es nicht sehen. Es wird immaterielles Geld sein, das du nicht berühren kannst. Du wirst es nicht mehr lange verbergen können, wie viel Geld du angespart hast oder wie viel du gerade besitzt. Dein Feind wird genau wissen, wie viel Geld du noch hast, selbst wenn du es unter deinem Kopfkissen hast. Dein Feind wird nicht nur wissen, wie viel Geld du besitzt, dein Feind wird auch wissen, wofür du dein Geld ausgibst. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Dieses Biest, dieser Antichrist, herrscht über einen Koloss, das eine Welt des Handelssystems ist, ein Freihandelssystem. Diese große Stadt, das mysteriöse Babylon, da ist dieses Codewort in der Bibel. Diese große Stadt, welche die ganze Welt umgibt mit seinen Banken und Unternehmen, mit kommerziellen Status. All dies kann nur aufgrund dessen geschehen, wie wir unser Leben leben. Ist es unsere Welt nicht wert, dass wir sie verbessern?
Wir sind in einem Stadt der Krankheit, im Schlaf zu unseren verrotteten Umständen. Wir haben uns entfernt von unserem wahren Selbst, wir haben die Verbindung zu unserem Schöpfer verloren und die Harmonie zu unserer Umwelt zerstört. Es ist Zeit, dass wir daran arbeiten, festzustellen, wer wir wirklich sind. Es ist Zeit, dass wir damit beginnen, unsere Welt in einen besseren Zustand zu bringen, für die gesamte Menschheit. Seid ihr die Generation, die solch eine Änderung durchführen wird?